Hallo, ich bin Anna von Einfach Nähen und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um das wohl schönste Hobby der Welt und jetzt gerade im April um das Thema Upcycling. In diesem Video möchte ich dir einmal zeigen, wie man einen Schaumstoff beziehen kann. Viel Spaß! Wie du sehen kannst, stehe ich hier gerade in meinem Garten, in meiner Wohlfühl-Lounge, kann man es schon fast nennen. Diese habe ich im letzten Jahr einmal komplett neu hergerichtet. Das war nämlich so ein alter, dunkler Freisitz. Ich blende jetzt auch mal hier ein Foto ein, wie das hier vorher ausgesehen hat. Und im letzten Jahr hat es mich dann einfach ergriffen und ich habe daraus dieses riesen, Upcycling-Projekt gemacht und dem Freisitz ein zweites Leben gegeben. Und genau darum geht es ja in dieser Woche, um den Hashtag zweites Leben. Und hier im Freisitz haben viele Dinge ein zweites Leben bekommen. Dieses Schild zum Beispiel habe ich gerettet, bevor das ganze Haus abgerissen worden ist. Die Lampe gab es im Sperrmüll letztes Jahr. Und auch dieser Tisch war im Sperrmüll. Den habe ich jetzt vor ein paar Tagen erst gefunden, weiß lackiert und der passte hier genau hin. Dann gibt es hier noch einen Autoreifenstapel, aus dem ich einen Hocker gebaut habe. Und auch diese schöne Bank, die aus zwei alten Gartenstühlen besteht. Und diese Latten dazwischen waren mal hier oben drüber, über dieser Lounge, das Dach. Natürlich soll diese schöne Bank jetzt auch ein Polster bekommen und das hier war mal eine alte Matratze, Maße 1x2 Meter. Da habe ich dann den Mantel abgenommen und nur noch den Schaumstoff übrig gehabt und das dann entsprechend für meine selbstgemachte Bank dann zusammengeschnitten, sodass es genau hier passt. Und hierfür möchte ich jetzt im Anschluss einen Bezug nähen. Und wer mir auf Instagram folgt, der hat das Drama im letzten Jahr um diese Bepolsterung ja schon ein bisschen mitbekommen. Und zwar hatte ich mir einen Outdoor-Stoff gekauft, der alles andere als outdoor-fähig gewesen ist. Zum einen hat er das Wasser komplett durchgelassen, weswegen die Matratze sehr schnell angefangen hat zu schimmeln. Ist nicht ganz so dramatisch. Ich habe sie mittlerweile komplett wieder getrocknet und auch desinfiziert. Jetzt hat sie zwar noch Stockflecken, aber nun gut, da kommt ja jetzt ein neuer Bezug drüber. Dann stört mich das nicht. Aber dieser Stoff hat auch wahnsinnig schnell die Farbe verloren. Und innerhalb von 6 Wochen wurde aus einem Aprikot irgendwas Leberwurstfarbenes. Also das war wirklich nicht sehr schön. Und deswegen werde ich es für dieses Jahr wieder mit einem weiteren Stoff einmal probieren. Und deswegen nehme ich dich in diesem Video jetzt einmal mit, um dir zu zeigen, wie man aus einem neuen Stoff einem etwas älteren gebrauchten Gegenstand ein zweites Leben einhauchen kann. Viel Spaß! Die Grundfläche von meinem Polster sind 253 x 58 cm. Dazu kommt dann noch die Höhe von 13 cm, die ich mir an die Seiten entsprechend dran zeichne. Und nicht vergessen auch noch rundherum eine Nahtzugabe von 1,5 cm. Das alles zusammengerechnet macht dann eine Länge von 2,82 Meter und eine Breite von insgesamt 87 cm. Dann noch einmal die Grundfläche dazu, also 253 x 58 plus jeweils die Nahtzugabe links und rechts von 1,5 cm macht eine Länge von 2,56 und eine Breite von 61 cm. Jetzt suche man sich eine große Fläche, wo man alles auf den Stoff aufzeichnen und entsprechend ausschneiden kann. Und dann beginne ich damit, die Ecken einmal abzunähen. Dafür klappe ich den Stoff um 14,5 cm nach innen ein. Das sind diese 13 cm Höhe plus 1,5 cm Nahtzugabe. Und dieser Stoff ist jetzt hier auf der Innenseite so richtig dick mit einer Folie ausgestattet, sodass es hoffentlich wirklich wasserdicht ist. Und dann klappe ich das auf der anderen Seite auch nochmal ein, sodass ich hier ein Kreuz habe, wo ich meine 14,5 cm einmal abnähen kann. Das versuche ich jetzt hier mal mit Kreide etwas deutlicher zu machen oder mit Seife. Ja, funktioniert nicht so wirklich gut. Aber dann sollte das Ganze hier so aussehen. Die Ecken kann ich dann entsprechend einmal einklappen. Ich möchte die nicht abschneiden, damit es zumindest einigermaßen wasserdicht noch ist. Und das Ganze mache ich an den anderen beiden Ecken dann entsprechend auch. Jetzt nehme ich mir die eine kurze Seite und nähe dort den Reißverschluss ein. Dazu muss ich sagen, dass ich eigentlich über die lange Seite den Reißverschluss einnähen wollte. Allerdings habe ich 2x1 Meter bestellt. Das war nicht ganz so schlau und insofern muss ich das jetzt doch hier über die kurze Seite anbringen. Dafür lege ich den Reißverschluss rechts auf die kurze schmale Seite und nähe das im Anschluss einmal fest. Dann nehme ich mir das Gegenstück und lege es auch rechts auf den Reißverschluss. Links und rechts nicht vergessen, 1,5 cm Nahtzugabe dann entsprechend freizulassen. Und dann kann ich das hier auch ganz knapp an den Reißverschlusszähnchen festnähen und vielleicht zwischendurch auch schon mal den Schieber aufziehen. Das geht ein bisschen einfacher, wenn der jetzt hier schon drauf ist, als wenn man den später dann drauf fummeln muss. Damit an der Stelle gleich nicht wirklich so schnell das Wasser durchdringen kann, habe ich mir an die erste Reißverschlussnaht jetzt hier auch nochmal so einen breiten Streifen von der Folie dran gemacht.
damit, wie gesagt, wenn das Wasser durchdringt, nicht sofort an der Matratze ist und hier das Wasser sich in die Matratze reinziehen kann. So sollte das Ganze dann von der rechten Seite aussehen. Wenn ich hier jetzt also den Reißverschluss einmal öffne, gucke ich nicht auf die Matratze, sondern erstmal noch auf diesen Streifen von der Folie oder von dem Outdoor-Stoff. Jetzt werden rundherum sämtliche andere Kanten auch noch einmal rundherum zugenäht. Da bitte noch vorher darauf achten, den Reißverschluss zu öffnen, sonst könnt ihr das Ganze nämlich nicht wenden. Aber wie gesagt, hier werden die Ecken jetzt einmal umgeschlagen, das Ganze rundherum mit Klammern fixiert und im Anschluss mit der Nähmaschine einmal festgenäht. Danach kann ich alles wenden und meinen Bezug über die Matratzenteile einmal drüber ziehen. So sieht die fertig bezogene Bank dann jetzt aus. Das ein oder andere Kissen wird sicherlich in der nächsten Zeit auch noch mit dazukommen, aber schon jetzt ist das hier mein absoluter Lieblingsplatz. Ich hoffe, ich konnte dich mit diesem Video jetzt ein kleines bisschen inspirieren, alten Dingen noch zu einem zweiten Leben zu verhelfen und wünsche dir jetzt beim Ausleben deiner Kreativität ganz viel Spaß. Ciao!